Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und ich bin der Möglichmacher. Mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Aber du läufst schon, wir können anfangen. Bist du der Mann? Er läuft, siehst du doch. Ja, im wahrsten Sinne. Er läuft. Anmoderation und... Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und in meinem wunderbaren Garten habe ich heute wieder einen fantastischen Gast, eine fantastische Gästin. Und zwar die Sarah Lindner. Und die Sarah macht total spannende Sachen, die ich auch total, also in denen ich auch aufgehe. Du machst Positionierung, du machst Markenaufbau, aber du hast eine wahnsinnig tolle Geschichte hinter dir. Die Sarah war mal beim NDR. So, und wir machen heute nicht nur einen Audio-Podcast, sondern auch einen Video-Podcast. Das heißt, du fühlst dich ja total zu Hause. Hallo Sarah. Moin, moin. Hallo Jan. Ja, danke, dass ich hier sein darf in deinem wunderschönen Garten. Ja, ich hoffe, ich sehe gleich noch ein paar Eichhörnchen. Die wurden mir angekündigt. Rum. Ja, die laufen hier überall rum. Die haben uns eben beim Aufbau. Film-Eichhörnchen. Film-Eichhörnchen, ja, genau. Die dann so, ja, bin Sarah, mal gespannt. Du hast total spannende Sachen gemacht in deinem Leben. Du warst beim Fernsehen. Dann, also das ist ja immer für alle, ne? Du hast beim NDR gearbeitet. Du bist auch gar nicht weit weg von der Kamera weggegangen, sondern du hilfst Unternehmern beim Markenaufbau, du hilfst ihnen beim Online-Marketing, ihr filmt auch, ihr macht also auch Imagefilme. Und erzähl noch mal, was machst du denn sonst noch alles? Was mache ich sonst noch alles? Also, was mache ich sonst noch alles? Ich mache sehr viel. Ich bin gerade Mutter geworden vor ein paar Monaten, habe ein Kind gekriegt. Das ist natürlich jetzt erstmal so das für mich Interessanteste, weil du sagtest, ich habe ein spannendes Leben. Ich war früher viel unterwegs in der Welt, viel irgendwie gereist mit dem Rucksack. In eigentlich allen Kontinenten war ich unterwegs, außer Arktis und Antarktis. Da war ich jetzt nicht. Ansonsten habe ich eigentlich alles so abgerockt, wenn man so will. Im Moment bezeichne ich mich als Multipreneurin. Warum? Weil ich verschiedene Geschäfte aufbaue. Unter anderem, du hast gesagt, wir machen Videos, wir helfen Pionierunternehmern sichtbar zu werden. Ich nenne das eigentlich nicht mehr Imagefilm, weil das ist so ein bisschen so schwammig, so was ist eigentlich ein Imagefilm, sondern es geht darum, wirklich die Einzigartigkeit nach draußen zu bringen, Menschen sichtbar zu machen und dazu gehören vor allem Unternehmer, weil Unternehmer tragen eine große Verantwortung, nehmen sich einem Thema an und ich finde, dabei sollten sie Unterstützung kriegen und dabei sollten sie sichtbar werden, weil die bringen klasse Sachen nach vorne und das ist so mein Business. Und weil du gefragt hast, was ich noch mache, ich helfe einfach Firmen nach vorne zu kommen. Marketing. Du machst ja auch Immobilien. Also nicht verkaufst, sondern du guckst, wie Menschen in ihre Freiheit kommen und kennst dich da auch schon sehr aus. Ja, oder? Ich habe in den letzten 10 Jahren angefangen, in Immobilien zu investieren, habe 27 Wohneinheiten jetzt im Moment. Das habe ich bisher alles nebenbei gemacht. Neben dem NDR, neben der Videoproduktion, neben dem Thema Potenziale entfalten bei Menschen, weil ich finde, wir haben alle so viel in uns und ganz viele Menschen streben nach Freiheit und das eine ist die Freiheit im Außen, also finanziell frei zu sein, sich das, sag ich mal, leisten zu können, ohne dass man jetzt sich unbedingt jahrelang verknechten muss in einem Job, der einem nicht Spaß macht, weil das ist echt schade, dass viele irgendwo in Job sind, nur wegen des Geldes und sich da quasi aufopfern, da finanziell frei zu werden, zu sagen, okay, ich habe meine Unkosten gedeckt, durch passive Einnahmen und jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. Nicht, weil ich dafür unbedingt irgendwie angewiesen bin, sondern weil es mir Spaß macht. Ich bringe was in die Welt, was geil ist. Und das ist ja auch so eine Krux, denn wenn ich so bei Facebook unterwegs bin, aber auch bei anderen Plattformen wie Xing oder auch sogar mittlerweile LinkedIn, da wird ganz häufig gesagt, ja, mach, was dir Spaß macht. Und ich arbeite ja auch mit kleinen Unternehmern oder Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind im Moment noch ein wenig zu wenig CEOs dabei. Da arbeite ich dran. Allerdings, wenn ich so sehe, was die Menschen dann an Einkommen haben durch ihre Arbeit und dann zu sagen, mach, was dir Spaß macht, das finde ich manchmal, also ich finde es manchmal sehr beleidigend tatsächlich. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand sagt, wenn mein Kühlschrank kaputt geht,
dann habe ich ein Problem, einen neuen zu kaufen. Und ich habe mich damit sehr beschäftigt übrigens auch, was es bedeutet, arm oder reich in Sachen Geld zu sein. Als armer Mensch in Deutschland zahlt man im Verhältnis mehr als ein reicher Mensch. Denn das wird ganz häufig missverstanden. Ne? Man hat Kontogebühren, ein reicher Mensch bekommt ein freies Konto von den Banken. Ein armer Mensch hat immer was zu zahlen. Auch die Konten, wo du nicht pfänden kannst, diese pfändungsfreien Konten kosten was. Dann kosten Lebensmittel im Verhältnis zu Luxusartikeln mehr. Und an sich kann man sich arm sein gar nicht leisten in Deutschland, wenn man das mal auf die Spitze treibt. Ne? Und deswegen finde ich solche Sprüche, finde ich es schwierig und helfe gerne auch anderen Menschen, da wieder rauszukommen und zu sagen, in ihre Freiheit zu kommen. Deswegen finde ich deine Einstellung dazu zu sagen, ich will Leuten helfen, voll cool. Und ganz ehrlich, ich habe ja in Kuba gelebt, ein halbes Jahr. Und es geht vorrangig nicht ums Geld. Ja. Weil häufig, wenn man dann solche Sprüche hört von Menschen, dann ist so diese Arm- und Reich-Debatte furchtbar. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, wenn du reich bist, bist du glücklich oder wenn du arm bist, bist du glücklich. Das sind zwei komplett andere Sachen. Es gibt Menschen, die haben viel, viel, viel Geld, die sind trotzdem im Inneren nicht glücklich. Ja. Es gibt Menschen, die sind arm, die sind glücklich. Es gibt Menschen, die sind arm, die sind unglücklich. Das hat damit nichts zu tun. Was ich nur will, ist dahin zu gucken, weil ich bin der festen Überzeugung, auch wenn das jetzt naiv und kindlich und was weiß ich, jeder, der will, kann so leben, wie er will. Ja. Und ich rede jetzt nicht, ich brauche keine Mega-Yacht. Das meine ich jetzt nicht mit Leben, wie ich will. Das sind Hirngespinste. Entschuldigung. Das sind für uns Normalmenschen, sage ich jetzt einfach mal, Hirngespinste. Ja. So, ich rede davon, ein schönes Leben zu haben, in Urlaub fahren zu können, sich Essen leisten zu können, auch mal essen zu gehen, eine schöne Wohnung leisten zu können. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen diesen Zielen, die man so auf dem Zettel hat, damit man Ziele da hat. Ich muss eine Mega-Yacht haben, war mein Ziel lange Jahre. Ich muss eine Mega-Yacht haben, ich muss eine eigene Insel haben, was weiß ich was. Das ist natürlich geil, wenn du mal irgendwann in dieser Fähre schwebst. Aber ich rede jetzt erstmal davon, wirklich ein Leben zu haben, was geil ist. Und nicht ständig dahin zu gucken, wie kriege ich jetzt die nächste Rechnung bezahlt und solche Sachen. Und ich glaube, dass wir mit Freude, wenn wir in Freude arbeiten, dass dann auch das Geld kommt. Das glaube ich auch. So. Deine Einstellung, die du gerade eben sehr eindrucksvoll geschildert hast, die basiert so auf so drei Werten von dir, oder? Auf drei Werten, okay. Was willst du? Also Freiheit? Ja, hat er sich vorbereitet, so ein bisschen. Drei Werten. Mut, Freiheit, Eigenverantwortung. Das sind ja Sachen, für die du stehst. Ja. Und wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen auch darüber unterhalten. Du bist eine Macherin, du bist eine Frau, die sehr stark rüberkommt. Also wenn du den Raum betrittst, also ich nehme dich wahr, und zwar nicht auf eine negative Art und Weise. Ich weiß, du bist da. Das hat was mit dieser Ausstrahlung zu tun. Und du strahlst eine Stärke aus, du strahlst etwas aus, das ich betitel als Macherin. Und das kommt aus dir heraus in... Also wer dich kennenlernt so ein bisschen und dich mal auch anschaut, der sieht diese Energie in dir, die da brodelt. Und zwar, wenn du das tust, was dir Spaß macht, oder? Ja, absolut. Ich habe aber häufig immer noch, hallo Herr Coach, ein Problem damit, weil es für viele Menschen manchmal auch, ich höre es manchmal, es ist für Menschen, die ruhiger sind, zu viel, weil sie sich irgendwie, ich weiß nicht warum, und letztens ein Gespräch damit messen oder so oder das vergleichen. Und jeder ist in seiner Energie. Und ich habe, ich habe diesen wunderbaren, ich finde das auch toll, Vorteil, ich habe wirklich viel Energie. Ich bin damit gesegnet, das ist so bei mir. Und ich meine das nicht irgendwie negativ oder irgendwie keine andere Anrat weniger oder so. Nutzt die Menschen in eurem Umfeld, die so viel Energie haben und lauft hinter denen her oder so, wenn die durch den Wald jetten und da, sag ich mal, das Holz rechts und links kaputt hauen und so den Weg davor haben. Weil ich erlebe es auch manchmal so ein ganz bisschen, dass das nicht immer allen gefällt oder wie auch immer, also nicht so wirklich positiv. Und dann denke ich so, Leute, manchmal sollte man seinen Blick da drauf verändern oder so. Keine Ahnung, ich bin vielleicht ein bisschen verrückt, ungewöhnlich oder so. Vielleicht passe ich auch nicht so in das deutsche Bild einer Frau. Ich habe keine Ahnung, aber ich mag es einfach und ich hoffe, dass ich die richtigen Menschen um mich herum versammle, die mit mir durchstarten wollen. Also in das Bild der Verrückten passt du super. Ne? Ich gehöre ja auch zu den Freunden. Ich habe jetzt
Freitag eins der schönsten Komplimente von einem Mann bekommen, das ich jemals bekommen habe. Der hat zu mir gesagt, ich komme so rüber wie ein Strauß Blumen, der völlig verrückt ist. Er hat gesagt, ich bin verrückt. Und hat gesagt, dass ich durch meine Vielfältigkeit, dass ich witzig bin, dass ich aber auch tiefgründig bin, dass ich, also er erkennt darin eine Art Expertentum. Mhm. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, das wird auch mein nächster Schritt sein, dass also immer mehr Menschen sehen, dass man als Verrückter Experte sein darf und dass man ganz viele Sachen bewegen kann. Und du gehörst ja auch zu den Verrückten. Und wenn du jetzt auch noch mit einer kleinen Familie da unterwegs bist und dann auch noch dein ganzes Business handelst, dann muss ich nicht sagen... Nicht alleine, ne? Also ich habe Mitarbeiter und ohne die geht das nicht. Und das ist das A und O, was ich früher immer... Ich hatte Angst davor, ganz ehrlich, auch Sachen abzugeben. Mhm. Ich habe gelernt, ich bin aus einer Handwerkerfamilie, man macht die Sachen selbst und selbst macht man sie natürlich am besten. Mhm. Ja, also das ist ja auch gut für Handwerker, das ist ja genau deren Metier und hatte auch... Meine Mutter war am Wochenende, red mal mit meiner Mutter über Handwerker. Also ein selbstständiger Handwerker ist ja Experte und macht, also wenn der wirklich gut ist und auch seine Kundschaft hat, dann macht er Sachen selbst. Ja. Also, ne, so. Und sich davon zu lösen und zu sagen, okay, ich mache aber nicht alles selbst, ich gebe ganz viel ab. Ich habe die Verantwortung für die Mitarbeiter, ich habe Verantwortung für ein Unternehmen, ich bringe Dinge nach vorne, gebe dann aber ab. Das konnte ich nicht gut, ganz ehrlich. Ich bin nicht diejenige, die gut abgeben konnte. Ich lerne das und es ist ja auch ein Weg. Und beim NDR Fernsehen war ich ja auch zum Beispiel angestellt, da war ich Freiberuflerin dort. Da habe ich ja natürlich auch immer selbst viel gemacht und jetzt ist es ein ganz anderes Leben, mit Mitarbeitern abzugeben, zu gucken, was will ich. Und mir hat dabei auch natürlich geholfen, eine bestimmte Technik. Ich bin da mit so einem Professor am Neuprogrammieren neuronaler Netze. Ja. Das ist total spannend. Das ist total spannend, weil es geht darüber, übers Mindset hinaus. Ja. Es geht nicht um Wissen. Es geht nicht darüber, dass ich was lese und erkenne und erfahre und weiß, wie es geht. Es geht darum, das hier unten zu ändern, im Unterbewusstsein. Und das ist richtig, richtig crazy. So, und nach lasse ich Dinge geschehen. Vertrauen. Sei meine Welt. Veränderung. Ja? Und zwar im gesamten Körper und nicht nur kurz durchs Denken. Ja, da glauben ja immer ganz viele, ich höre einen Podcast oder lese ein Buch. Und ja, das ist hier oben. Ja? So viel kannst du verändern und das funktioniert ja auch eine Zeit. Und da gibt es da unten was, was manchmal dagegen läuft. Und dann denkst du, meine Güte, ich habe das schon tausendmal jetzt gehört, ich habe es gelesen, ich weiß es, aber warum mache ich es nicht? So, und genau das Gleiche bei mir. Ich wusste, wie Delegieren geht. Ich habe Seminare auch zu Delegieren und so weiter. Ich war auf Schulungen und alles Mögliche. Und trotzdem, irgendwie habe ich dann immer wieder das Zepter doch unbewusst an mich gerissen. Was natürlich für Mitarbeiter nicht wirklich toll ist. Nee. Wenn du erst was abgibst, dann funktioniert es vielleicht nicht. Dann sagst du, ich mach's besser. Dann sagen die natürlich auch irgendwann mal, dann mach doch selbst. Das musste ich lernen. Ja. So, und das hat mit meinem Unterbewusstsein zu tun und mit allem, sich da oben von diesem Ding da lösen. Ja, es ist eine Veränderung. Also eine Fängnisgeschichte, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Absolut, das ist... Das also ich kenne ja ganz viele Selbstständige, die sagen, sie seien Unternehmer. Ich beiß mir immer auf die Zunge und sag mir innerlich, nee, lass mal, mach mal selbst. Und bei dir habe ich, dich habe ich kennengelernt als Unternehmerin. Ich bin auf dem Weg dahin. No. Ja, du bist auf dem Weg. Ich mache viele Fehler. Ich kann das auch zugeben. Meine Mitarbeiter wissen das auch. Das ist das einzig Gute, sage ich jetzt mal. Dass ich sage, pass auf, ist nicht alles richtig, was ich mache. Dass sie mir verzeihen, dass sie sagen, komm, unsere Chefin ist auch noch nicht Krösus. Nee, Krösus ist jetzt das falsche Wort. Ist auch noch nicht Gott. Ja, ist immer noch nicht erleuchtet. Ja, ist immer noch nicht ganz. Ist ein Weg. Und dass man da Fehler, das habe ich mir jetzt auch erlaubt. Ich darf auch Fehler machen. So. Ja, meiner Meinung nach erkennt man das sehr deutlich, wenn man deine Webseite anguckt, die wir natürlich in die Shownotes reinsetzen werden. Welche aber, der? Jetzt, du schickst mir einfach alle zu, ne? Und dann wird das eine Abenteueraufgabe für alle Zuhörer und Zuseher und Seherinnen, zu sagen, okay, auf welcher Webseite steht. Du stehst für Veränderungen und Veränderungen zu machen, bedeutet auch Fehler machen in meiner Welt. Mhm. Und dementsprechend wäre ich bass erstaunt, wenn du hier was anderes erzählen würdest. Dann würde ich nämlich sagen, Leute, guckt euch die Hügel. Aber Veränderungsprozesse heißen Fehler machen. Ja, absolut. Und das, ich meine, ich glaube, dass viele andere auch Fehler machen und es
möglicherweise versuchen zu verstecken. Mhm. Und ich denke, wenn ich wirklich eine Art, ich sage jetzt mal ganz blöd, Vorbild, Inspiration, wie auch immer sein möchte für andere, die auch sagen, ich traue mich, diesen Weg zu gehen, dann kann ich das doch nur sein, wenn ich auch sage, Leute, es ist ganz normal, dass man da auch Fehler macht und das ist menschlich. Und auch ein Unternehmer, der irgendwie mit Kunden umgeht, dass da mal Fehler passieren oder dass man vielleicht nicht immer möglicherweise den richtigen Ton trifft für den richtigen, wie auch immer, es passieren Dinge. Und die einzige Sache ist, verzeihen wir uns das und sagen, komm, da war ich vielleicht nicht in meiner Mitte oder wie auch immer, oder lass uns nochmal reden. Oder sagen wir, nee, ich bestehe darauf, ich hatte recht. Es ist so, muss das sein. Ne? Und irgendwie da auch das Pendant zu finden, zu sagen, okay, das ist mir wichtig, da gebe ich jetzt nicht nach. Das ist einfach Sachlage, so und so. Und da zu sagen, okay, aber da oder da können wir drüber reden. Ich glaube, das ist das einzige A und O. Und das ist ja interessant, dass du sagst, ich stehe für Veränderung. Das ist spannend, weil ich finde immer den Blick von außen, den ja selber, ich habe den Blick von außen über mich nicht. Habe ich nicht. Okay, manchmal mit Abstand, aber das ist eine Sache, das ist sehr spannend, was du sagst, Veränderung. Und weißt du, wie schwierig das ist, sich immer wieder zu lösen? Mein Mindset eines Handwerker, ich bin in einer Handwerkerfamilie groß, Mindset eines Handwerkers, dann die Handwerker und die Studierten, ich wurde immer die Studierte genannt, ja, die hat Abi und dann hat die auch noch studiert, Magister und so, die Studierten, die sind dann schon mal ganz anders, dann sind die Angestellten wieder anders, also selbstständig und angestellt ist ja sowieso, und jetzt vom Angestelltenverhältnis in die Freiberuflichkeit, ich war dann ja frei beim NDR, und dann ins Unternehmertum, oder erstmal eine eigene Firma gegründet, so viel durchgeschüttelt, wie ich mich hab, weiß ich nicht. Und das in relativ kurzer Zeit. Also was denn relativ? Relativ ist, wann habe ich denn angefangen? Komm, jetzt nicht mit Einstein. Was ist? relativ. Nein, wann habe ich denn angefangen zu studieren? 2004 in Halle. 2001. 11. September 2001 habe ich die Uni Halle besucht. Martin-Luther-Universität Halle. Wow. 2001 bis 2004 in Halle, dann in Havanna und dann in Hamburg. 2006, 2007 habe ich beim NDR angefangen. So, von 2007 bis jetzt quasi die ganzen Dinger durch. Ja, doch, stimmt. Ich habe viel Veränderung in meinem Leben gehabt. Da hast du recht. Was sagst du denn jemandem, der sagt, verdammt nochmal, Sarah, du musst dich auf eine Sache spezialisieren. Nur eine Sache machen bitte im Leben. Ja. Und das möglichst durchziehen. Ich habe viel über das Thema Positionierung gelesen, nachgedacht, selber erforscht. Und ich glaube mittlerweile, du bist automatisch durch deine Ergebnisse positioniert. Wenn du nämlich Ergebnisse produzierst, dann spiegelt das ja, was du da draußen in der Welt als Ergebnisse produzierst, spiegelt das, was du denkst, wie du handelst, spiegelt das, wofür du positioniert bist. So, was meine Ergebnisse sind, die ich in die Welt bringen möchte, ist, ganz viele Menschen Potenzial zu entwickeln. Dass ganz viele Menschen sagen, auch ich komme jetzt mal raus. Ich habe da nämlich einen Schatz da drin. Wir haben alle einen Schatz da drin. Ja, haben wir. Wir kommen manchmal nicht dahin, weil unser Kopf und Verstand und was wir gelernt haben, das bewegt sich alles hier. Ja. Alles hier. So, aber hier unten ist was und das ist manchmal was komplett anderes. Oh, was ja. komplett anderes, als du gelernt hast, also auch kannst. Es geht nicht um Können. Wir können ganz schön viel. Aber was du willst, was du wirklich, dein Herz will, hört sich immer so, dieses, was will dein Herz? Hört sich immer ein bisschen blöd an. Aber ganz ehrlich, das ist die Sache, was will dein Herz? Was willst du hier? Das sollte meine Zuhörer und Zuschauer nicht überraschen. Ich ja. werde nicht müde, das zu ich sagen. Ich bin anders geprägt. Ja. Ich bin anders geprägt. Weißt du, ich komme nicht aus, was will dein Herz? Ja. Sondern, du hast hier was zu erfüllen, eine Funktion oder mach bitte das oder mach bitte jenes oder sei wertvoll für die Umwelt und bring was. Und meine Sache ist wirklich, dass Menschen sich trauen, auf ihr Herz zu hören und ihre Potenziale zu entfalten. Und dann ist das eine, du weißt jetzt, was dein Herz will. Und das andere ist, jetzt musst du das auch machen, diese Umsetzung. Und da hilft es nur, neuronale neue Verbindungen zu schaffen. Und da bin ich halt gerade dabei, das zu tun. Viele Menschen kommen immer zu mir und sagen, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das? Denn ist da egal. Kommt ganz viel, ist egal. Ne? Wenn ich das sage als Coach, dann ist egal. Ja. Denn da ist ja auch viel Angst dabei. Ja, zum Teil, also jeder Veränderungsprozess. Mhm. Du stellst dich ja quasi dann seit 2001, ja, quasi ja immer Veränderungsprozesse und deine Angst. Mhm. Jetzt frage ich dich einfach, ich sage immer, frage erst nach dem, was willst du und warum. Und jetzt mache ich was ganz Böses.
Wie? Sarah, wie schaffst du das? Also auf erstmal habe ich ja eben so ein bisschen so die Wie-Frage so ein bisschen belächelt. Ja. Weil es ist so, wenn dein Warum ganz groß ist, wenn es brennt, dann ist egal welcher Weg, also sei mal ganz blöd, du musst irgendwas erreichen. Dein Warum ist richtig groß, weil du Druck hast oder weil du da wirklich hin musst. Dann ist egal, wie du da hinkommst. Dann ist die Methode egal. Mhm. So, wie schaffe ich das, mich immer wieder zu verändern? Ganz ehrlich, mein Warum ist irgendwie groß. In mir, das merkst du ja auch, das spürst du ja auch, in mir ist ein Treiber drin. Und zwar wirklich einer, der ganz, ganz tief sagt, ich will, hört sich jetzt total abgefahren an und was weiß ich, was Leute jetzt denken, aber ich möchte gerne ganz vielen Menschen dabei helfen, das Potenzial zu entfalten. Und wenn ich das nicht tue bei mir und wenn ich mich nicht jedes Mal von den Fesseln löse, die ich habe im Verstand, durch das, was ich mal gelernt habe, wenn ich das nicht mache, wie soll ich denn andere dazu inspirieren, das zu tun? Schwer. Ich will. Du kannst dich Guru nennen. Nee, aber wenn ich was dir sage, dann habe ich das selber erlebt oder erfahren, weil sonst labere ich irgendwas, was ich gelesen habe. Das kann ich auch Laberababer, ich habe da was gelesen, so und so funktioniert es. Die Methode, das, was ich da mache, das muss ich selber erlebt haben und ich will mein Potenzial hundertprozentig entfalten. Ich bin auf dieser Welt, um das zu tun, um andere mitzureißen und ihnen zu zeigen, ja, hey, du kannst das auch. Bin gerade mit einer Freundin im Überlegen, ob wir das Thema Mutter sein und trotzdem finanziell frei werden, ob wir das nach vorne bringen. Ich bin am Überlegen mit dem Professor, den ich eben angeklungen habe. Das sind Seminare, die dich wirklich mit neuronalen neuen Netzen strukturieren lassen, das nach vorne zu bringen, weil anders geht's nicht. Arbeitet der ähnlich wie der Joe Dispenza? Joe Dispenza macht ja ganz viel Meditation. Ja. So, und Meditation für die Menschen, für die das eine Methode ist, auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall gut. Nicht für alle Menschen ist Meditation das Richtige. Ja. So, nicht alle Menschen können das so gut. Und es ist verrückt. Aber das, was wir jetzt heute auf vielen Seminaren lernen, ist aus den 70ern von der Wissenschaft. Geh in deinen Schmerz rein. Geh nochmal richtig in deinen Schmerz rein. Ja. Guck, wo das ist in der Kindheit. Dann geh da richtig rein. Spür die ganzen Gefühle. Und dann lass sie los. Das ist ein langer Weg. Weil manchmal geht das erstmal volle Kanne in den Keller. Oh ja. Richtig tief. Und das kann dann erstmal was auffüllen, was dann jahrelang mit Physiotherapie und weiter bearbeitet werden muss. Es gibt eine andere, das ist, wie gesagt, das ist das so, wie wir im Moment Veränderungsprozesse tun. Mhm. Es gibt eine andere Methode. Ich sag mal, ganz blöd von mir erklärt, der Professor kann das viel, viel besser. Bleibst außen vor. Du gehst nicht richtig ins Gefühl rein. Du bleibst außen vor. Guckst aber, wo das zum ersten Mal auftaucht. Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Das sind manchmal ganz, ganz kleine Dinge, die du interpretiert hast, so und so. Und dann passieren die später im Leben. Gehst an die Ursache. Wie gesagt, das können Lappalien sein. Gehst da rein, löst die einmal auf, bildest direkt danach ein neues neuronales Netzwerk und dann hast du ein neues Verhaltensmuster drin. Das hört sich viel zu leicht an, viel zu einfach, aber das Loslassen ist manchmal schneller, als man denkt. Und das mit Anleitung in dem Seminar. Kompliziert machen wir uns das ja meistens nur selber im Kopf. Ja. Ja, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn zum Beispiel Menschen sagen, ich kann keine Entscheidung fällen, sage ich, lass uns die Auswertung machen, mit der ich arbeite. Da kommst du, hast du eine Batterie hinten dran, da kannst du abhaken, wenn 95% oder 80% von deinen Bedürfnissen erfüllt sind, sagst du ja, wenn drunter, sagst du nein. Mhm. Ist für viele Menschen wie so einfach, dass da natürlich 30, 40 Jahre Forschung hinterstecken, hinter den ganzen Geschichten. Aber die Menschen machen sich das meistens sehr, sehr schwer zu sagen, ich treffe eine Entscheidung. Und da führe ich in letzter Zeit total spannende Gespräche drüber. Viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, wir haben im Raum Dach haben wir ein Problem mittlerweile, so eine Art Volkskrankheit, dass die Menschen keine Entscheidung mehr treffen können. Ist dir das auch aufgefallen? Ich muss sagen, ich hatte das Problem. Manche Situationen, Lappalien, ne? Ja. Wenn deine Werte ganz klar sind, was weiß ich, du hast Wachstum gegen Bequemlichkeit und dann hast du irgendwas, gehe ich jetzt auf das Seminar, wo man Chaka-Chaka macht und dann wächst man, ja oder nein? Ja. Ne? Da ist ganz klar, okay, Wert Wachstum ist größer als Wert Bequemlichkeit. So hast du das Wert Bequemlichkeit, dann sagst du, nee, ich bleib lieber auf dem Sofa. Klare Entscheidung, easy. Es gibt aber Entscheidungen,
die waren mir wirklich schwierig für mich. Richtig, richtig schwierige Entscheidung. Ich hatte kein Bauchgefühl. Viele Leute sagen, ja, hör doch auf deinen Bauch. Ja, ich hatte das nicht. Ich hatte dieses Bauchgefühl nicht. Ich bin hier ganz häufig gewesen. So, und dadurch... Also hier sie hat sich am Kopf gepackt. Genau, das ist auch ein Audio. Entschuldigung. So. Also hier, ich war hier oben im Kopf. Ich war im Kopf und hatte Probleme, tatsächlich in mein Bauchgefühl zu kommen. So, bin dann da auch, wie gesagt, an dieser Sache ran. Warum ist das so? Warum bin ich so häufig gesteuert durch den Kopf? Wo ist das? Hab das aufgelöst und habe jetzt ein viel besseres Gefühl für Situationen mit dem Bauch. So. Coole Sache. Geil, ne? Das hätte ich gern mal vor 3 Jahren gehabt, das Wissen. Als ich da... Das hätten wir alle gerne vorher gehabt. Aber Gute ist, wir können jetzt damit anfangen. Genau. Und das Verrückte ist, wenn man das erklärt, dass es so leicht ist, das glauben die Leute nicht. Dass du so leicht Sachen verändern kannst und dass sie sofort funktionieren. Weißt du, was das Coole ist als Podcaster? Man lernt total spannende Menschen kennen und kann im Nachgespräch zu diesem Interview noch ein paar Infos rausleiern aus dir. Ja, vielleicht kommst du auch nicht. Vielleicht. Du solltest, darfst auch zu diesem Seminar kommen. Das ist wirklich crazy. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen, denn dann werde ich nochmal einen Podcast über das Seminar machen. Geil. Siehst du? Geil. Und denn das definitiv, denn ich spreche auch nur über Sachen, die ich selber erfahren habe. Du machst das Seminar mit und sagst, wie das war. Und sagst ganz, ganz ehrlich und authentisch, was dir das gebracht hat. Ist das ein Tag, zwei Tage? Drei? 7 Tage. 7 Tage. Dann könnte ich so einen 7-Tages-Podcast machen, in dem ich jeden Abend... Also, ich bin so fertig in meinem Podcast. Nein, du bist nicht fertig, das ist ja das Geile. Wir haben immer gelernt, mit Schmerzen zuerst und dann von dem Schmerz in die Freude. Und das ist, bleibt bei der Freude. Wir werden, das wird spannend werden, wird da werden wir uns spannend. Gleich nochmal drüber unterhalten. Jetzt, vielleicht habt ihr das so ein bisschen mitbekommen. Also habe ich ja gesagt, ne, Sarah ist eine sehr starke Frau. Ihr merkt, dass der Redeanteil von Sarah heute... höher ist, das ist auch in Ordnung, als sonst. Aber ich lasse dich reden. Entschuldige. Ich lasse dich reden, denn es ist ja total spannend, was du zu sagen hast. Außerdem soll es dich ja vorstellen. Also wer bist du als Mensch? Mhm. Denn so wie du positioniert bist als Mensch, bist du natürlich auch eine Unternehmerin. Mhm. Das heißt also, ich weiß jetzt schon nach knapp halben Stunde, dass du so voller Energie bist, dass du mich auf jeden Fall nach vorne bringst, egal was passiert. Wenn wir beide uns sympathisch sind, natürlich. Ne? Das nochmal. Und, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du bist auch noch Speakerin. Ja, was heißt ich bin? Also ich arbeite in verschiedenen Feldern. Ne? So, ja. Und... mit diesem Thema Potenziale nach vorne bringen, Potenziale entwickeln und das wirklich mit Freude funktionieren kann, gehe ich nach vorne und natürlich mit dem Thema Sichtbarkeit. Wie kann ich als Pionierunternehmer sichtbar werden? Was ist ein Pionierunternehmer? Ja, also einer, der in seiner Branche etwas anders macht. Ja, das muss jetzt nicht eine extrem neueste Patentmethode sein, die nur dieser Mensch macht. Aber es ist das Thema, du hast verschiedene Bereiche in deiner Firma. Willst du mal ein bisschen Wasser einschütten? Du hast Bereiche in deiner Firma, kommst zum Beispiel zu uns, das heißt zu Video Impression mit dem Thema, ich will einen Imagefilm. Ein Beispiel, Imagefilm für eine Zahnarztpraxis. Hat einen Zahnarzt, der hat bei uns angerufen, er möchte da einen Film drüber haben. Und dann habe ich einfach überlegt, ja, na klar, ich kann jetzt einfach einen normalen Film mit meinem Team machen über das Thema Praxis und wie es da so ist und schön und gut. Oder ich unterhalte mich mal mit ihm und gucke mal, ne, warum ist er denn eigentlich bei mir gelandet? Hat ja vielleicht auch irgendwas zu bedeuten. Und wir haben rausgefunden zusammen, dass er eine Sache ganz besonders macht. Er widmet sich einem Problem, einem Tabuthema in Deutschland, das Thema Schnarchen. Als Zahnarzt. Er hat eine Anti-Schnarchschiene, die viel einfacher und viel effektiver ist als alle anderen Dinge, die es so gibt zum Thema Schnarchen. Und dann habe ich gesagt, okay, statt jetzt ein normales Imagefilmchen zu machen über deine Praxis, machen wir jetzt mal einen Film über dieses Thema. So, völlig spannend. Immer operieren und irgendwas aus meiner Nasenhaut oder Nasenwand rausschneiden mit dem Erfolg von vielleicht 30%. Oh Gott. Ja, habe ich ja voll Bock drauf. Ja, ist ja auch nicht so viel. Ja. Macht dann nur kurz und du hast erstmal 5 Tage so eine dicke Nase. Das schneide ich lieber. Aber also Fazit ist, jetzt normaler Image. Preis gegeben, ne? Fazit ist, du schneidest.
Jan Schnarch. Jan Schnarch. Wir haben es rausgefunden. Fuck. Endlich. Total. Nee, Fakt ist halt, wie kannst du aus einem normalen Business was Besonderes machen? Wie kannst du dich so positionieren, dass das eben jetzt redest du drüber, über diesen Arzt und willst vielleicht wissen, wie er heißt und so weiter und so fort. Ja. Ansonsten hätten wir ein normales Filmchen gemacht, wie jeder andere auch. Und ja, das kostet ein bisschen was, das rauszufinden. Das kostet ein bisschen was, das zu produzieren. Aber ich denke mal, das ist gut. Jetzt ist der weiter seine Praxis, ist aber sehr viel unterwegs als Speaker, auch zu diesem Thema. Und ja, wenn ich auf die Bühne gehe als Speaker, dann zum Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit für Pionierunternehmer. Warum machen sie sich so wenig sichtbar? Wo ist die Angst? Ja? Und das Thema halt Potenziale rausholen. Also es zahlt immer wieder auf das gleiche Warum ein. Ich will Menschen fördern, nach vorne bringen. Ja. Und ich finde das total wichtig. Das ist für mich eins meiner Warums. Oder jetzt setzt sich bei mir ja auch wie so ein Puzzle da zusammen. Ist, ich will inspirieren. Ja. Ja, und deswegen sitzen wir beide ja hier. Wir wollen Menschen zeigen, da geht noch was ganz in eurem Leben. Es ist noch nicht vorbei. Ganz genau. Und das eine ist, die unglücklich sind, mehr ins Glück zu führen. Ja? Das muss nicht immer ein Jobwechsel sein. Es kann auch eine Perspektivänderung sein. Definitiv. Andere Sicht auf Dinge. Ja, aber den muss man zulassen. Und das andere ist einfach, wenn jemand wirklich so Drive hat und sagt, ich spüre, das Leben ist noch nicht vorbei. Da ist doch noch was, das will raus. Ja, und das darf dann auch raus. Sprachlos, 3, 2, 1, nein. Ja, zu häufig unterdrücken wir diese Dinge. Weißt du, das ist wirklich, bleib mal ruhig, mach mal nicht so viel, ruh dich mal aus und so weiter. Und ja, jetzt wage ich mich weit aus dem Fenster, aber Burnout oder so, das ist ja nicht unbedingt immer nur, jemand macht so viel als solches, sondern manchmal oder häufig auch. Auch das Falsche. Jemand macht das Falsche, da will was passieren und es ist vielleicht nicht das Richtige. Und wenn man dann einmal komplett, sag ich mal, nach unten gekracht ist und auf dem Boden ist, hat man in dem Moment auch mal die Chance, darüber nachzudenken, ob man das nicht wechselt. Ja, nicht nur das. Also eine meiner Hauptaussagen ist auch, schau dir dein Umfeld und dein Leben an, auch dein Zuhause, geh mal durch. Ist nämlich ein verdammter Spiegel deiner Seele und deines Lebens, gerade eben, wie es gerade aussieht, also eine Bestandsaufnahme. Mhm. Und es kommt ja so viel auch über das Thema, man ist am Wochenende krank, wenn man frei hat oder man fährt in Urlaub und viele fragen sich, warum werde ich denn dann immer wieder krank? Mhm. Ja, ist ein Zeichen deines Körpers, dass du vielleicht etwas unterdrückst und dann nicht lebst oder an der völlig falschen Stelle bist oder vielleicht einfach nochmal einen kleinen Perspektivwechsel brauchst. Ne? Genau, richtig. Ja, und es ist ja auch nicht immer, dass dann alles schlief ist. Man muss seine kompletten Freunde wechseln und alles ist irgendwie so. Es geht darum, wir haben gewisse Dinge gelernt und die sind nicht immer alle förderlich. Und es geht nicht darum, irgendwem dafür Schuld zu geben, das ist egal. Du lernst immer irgendwas, nimmst du mit. Und in der Situation, in der Jahreszeit, in dem Alter war es wahrscheinlich genau richtig oder es war sicherlich richtig, aber wir schleppen mit unserem Verstand manchmal Dinge mit, die von Vorfahren waren. Ja. Das schleppen wir jetzt noch mit. Manche Rituale schleppen wir sogar gesellschaftlich mit. Die haben gar keinen Grund mehr. Die Basis ist weg. Wir schleppen aber irgendwelche alten Rituale hier mit. Ja. So, und genauso schleppen wir hier oben in unserem Kopf, ne? Wir haben ein Audiopod, hier oben in unserem Kopf schleppen wir teilweise alte Dinge mit, alte Dinge aus dem Verstand. Und die sind manchmal gar nicht mehr Nütze in der heutigen Zeit, weil die Zeit hat sich geändert. Wir ändern uns. Und das zu schaffen, immer wieder loszulassen, immer wieder zu sagen, okay, was wäre jetzt sinnvoll? Welches Erfolgsmuster wäre jetzt sinnvoll? Das schaffst du nur, indem du dich hinsetzt und sagst, okay, jetzt programmiere ich mich neu. Und manche haben das intuitiv, die haben dann Glück. Die haben dann genau das richtige Erfolgsmuster für Geld verdienen, die haben das richtige Erfolgsmuster für tolle Beziehungen. Aber nur weil du vielleicht bisher keine tollen Beziehungen geführt hast, heißt das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, sondern irgendwo ist da ein altes Muster, das dich immer wieder vor dieselbe Wand rennen lässt und sagt, hier, das ist nicht richtig. Und du erkennst es manchmal nicht. Und erst wenn du sagst, okay, was habe ich damit zu tun, dass im Außen immer Sachen passieren, dass ich immer wieder Geld verliere, dass ich immer wieder, keine Ahnung, mich überarbeite, dass ich immer wieder Zoff kriege mit was weiß ich wem, wieso ist das? Und dann zu sagen, ich, Eigenverantwortung, ich bin das. Ich habe in mir was. Und das kann man bearbeiten. Und das ist nicht deine Identität. Du musst nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch dann, aber das Erfolgsmuster rauszufinden und das neu zu programmieren. Und das kann einfach sein und sogar Spaß machen. Es kann einfach sein, weil ich muss unbedingt zu diesem Seminar. Einfach und Spaß, das ist ja Wahnsinn. Und das glauben viele nicht, aber da muss man es ausprobieren. So, fertig. Wobei ich da auch sage, wir sind ja alles sehr komplexe Wesen, jeder von uns.
Und du hast gesagt, also, dass man auch die Schuld bei sich sucht, Eigenverantwortung. Schuld. Ja, dann lass ruhig mal den Wort Schuld, weil dieses, Schuld, ja, Moment, weil dieses, so, genau, weil dieses Schuld. Wort so böse ist, ja. möchte ich es nämlich gerne. Mhm. Ich lasse mich zurzeit ja auch coachen. Mhm. Und der hat mir in einem Coaching, hat mir mein Coach anderthalb Stunden, das dauert bei mir nämlich anderthalb Stunden, hat er mir mit jedem Satz, und er hat viel Redezeit gehabt, in den Arsch getreten. Und es ging um Schuld. Und dann hat er zu mir gesagt, weil ich bin ein Mensch, der sehr harmoniebedürftig ist, ich verstehe immer alle anderen, ich kann mich reinversetzen in andere Menschen, hat er zu mir gesagt, nö, Jan, jetzt machst du mal Folgendes. Du schreibst einen Schuldbrief, einen Anklagebrief, wo du nur reinschreibst, dass du jemandem an einer gewissen Situation dir Schuld gibst. Schuld, 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 okay. Schuld, Schuld. Und er hat zu mir gesagt, das ist, ja, bei sich selbst gucken, das steht ja auch für, ist total wichtig. Mhm. Er sagt aber, zum Verständnis der ganzen Geschichte, das ist der Schritt 2. Erstmal Wut rauslassen, erstmal sagen, du bist schuld, du hast mich ausgenutzt, du hast meine Freundschaft verraten, du hast mich um Geld betrogen. Ja? Um das runterzuschreiben, um dann im nächsten Schritt hinzugehen und zu sagen, okay, was habe ich in meiner Verantwortung? Ich habe ja einen Podcast über Krisenbewältigung gemacht, über ein Buch von Veit Lindau, wo auch ganz viel drin steht, zu sagen, was habe ich an dem Mist zu tun? Und da hat er recht. Da bin ich ja auch ein Freund von. Aber ich finde es spannend, mal zu machen und zu sagen, weißt du was, ich denke doch sowieso schon sehr viel nach. Und dieses Schuldverschieben ist ja ein Trick unseres Gehirns, um Energie zu sparen. Ja, sobald ich jemandem Schuld gebe, ist es nicht mehr meine Baustelle. Brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Einfach mal zu sagen, ey, wenn mein Kopf echt voll ist mit Emotionen und allem drum und dran, einfach mal zu sagen, okay, schreibe ich runter, ja, 20 Punkte, 30, ja egal. Erstmal, ich gebe dir Schuld. Dann kümmere ich mich um den Mist jetzt erstmal nicht mehr. Okay. Und, denn ich habe ja noch genug anderes Zeug in meinem Kopf. Und dann kann ich irgendwann hingehen und sagen, okay, dann kann ich mir vielleicht den Brief nochmal angucken und sagen, wo sind denn meine Anteile da dran? Und das finde ich völlig spannend, um erstmal für Ruhe im Kopf zu sorgen. Okay, ja, vielleicht, wenn das hilft. Alles, was hilft, also, machen. Deswegen sage ich, hilft, ne, das immer das Ergebnis gucken. Wenn das Ergebnis spannend. Hilft, dann ist das eine Methode, die du fährst. Ja. Den Brief habe ich noch nicht geschrieben mit dem Stand unseres heutigen Interviews, weil ich auf Schieberitis, ne, habe ich nicht auf Schieberitis. Können wir neu programmieren? Habe ich nicht auf Schieberitis, sondern ich habe gesagt, tausend Ausreden gefunden, warum ich diesen, weil ich, ne, Harmonie und hey, alle sollen mich lieb haben, Typ, zu sagen, ich muss jetzt so einen Schuldbrief schreiben, das ist eine Herausforderung für mich. Okay. Aufgeschoben, aber ich weiß ja, dass ich tausende von Ausreden habe und habe jetzt einen Termin gesetzt, weil ich ihn schreibe. Okay. Und dann kann ich ja, darüber werde ich bestimmt nochmal einen eigenständigen Podcast machen, der etwas länger geht. Mit wie ging es mir dabei und ist das vielleicht eine Methode? Ja. Ja, ich glaube, dass die Menschen im Außen und fast alle Situationen, die uns passieren, die wir vielleicht auch nicht so gerne haben in dem Moment, dass die aber für uns sehr förderlich sind. Nämlich wieder in sich zu gehen und zu sagen, wir haben damals verlernt als Kinder, dieser Spruch, du sollst nicht so egoistisch sein. Denk mal an die anderen. Denk mal an die anderen. Immer an die anderen. So, ich glaube, du hast das auch sehr häufig gehört. Und das ist so, dass man dann häufig sich in die Schuhe des anderen stellt und auf sich guckt und denkt, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass der so reagiert. Das ist aber ziemlich kompliziert und das raubt sehr viel Energie. Und wie du gerade gesagt, anstrengend. Zu sagen, okay, der andere zeigt mir gerade was, dass ich mich vielleicht auch zu doll aufopfer. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt wieder so ein bisschen plakativ, aber ich mache manchmal plakativ so ein Frauen-Männer-Ding. Also ich sage es extra plakativ, dass es häufig so ist, dass sie, ja, die Frau manchmal denkt so, ja, ich tue jetzt meinem Mann mal den Gefallen und ich tue jetzt mal den Gefallen und ich mache mal dies und ich mache mal jenes. Dann hat er mich lieb, dann kriege ich die Anerkennung und dann hat sie Erwartungen. So, und man lädt sich dann manchmal Sachen auf und der andere weiß das gar nicht, dass man gerade Sachen macht, die man gar nicht gerne macht und reagiert dann, ja, aber wieso machst du das denn? Ja, weil ich dir was zum Gefallen tun wollte. Und dann bei sich zu bleiben und sagen, okay, ich mache nur das, was ich wirklich gerne mache. Ja. Ich mache, und das ist crazy. Und da muss man nämlich sich fragen, was mache ich denn wirklich gerne? Was mache ich gerne? Ohne, dass ich davon erwarte,
dass was zurückkommt. Ja. Ne? Also wenn ich dir ein Geschenk schenke, dann schenke ich dir das Geschenk, weil ich mich gut fühle dabei. Weil ich mich gut fühle, dass du dann lachst und ich fühle mich dann großartig, weil ich konnte was verschenken. Aber nicht, indem ich erwarte, nächstes Mal schenkst du mir auch was. Und das ist ein Riesenunterschied. Oder annehmen. Jemand schenkt dir etwas und man kann es nicht annehmen und will dann auch gleich zurückgeben, weil wir das ja so gelernt haben. Also wir, Mann. Sofort Ausgleich. Furchtbar. Und das muss ich immer noch lernen, immer noch. Bin auf dem Weg, zu sagen, okay, tue ich das wirklich, weil ich es wirklich will? Oder mache ich es auch ein bisschen, um irgendwas anderes zurückzukriegen? Anerkennung oder Geld oder dann wieder ein Geschenk. So. Und weißt du, wie viele Leute sich einen Kopf machen? Ich meine, wir haben ja alle eine Familie, wenn es darum geht, so Hochzeitsfeier oder Geburtstag. Ha, eigentlich wollen wir die nicht einladen, aber müssen wir ja einladen. Ha, sind wir ja noch was schuldig. Mhm. Und dann die Reife zu haben, zu sagen, ich mache das, was mir gefällt. Das ist meine Feier. Ich lade die Leute ein, die ich einladen will. Und halte auch aus, dass jemand vielleicht möglicherweise böse auf mich ist. Ja. Das und aber dann, wenn wir das geschafft haben als Menschen, auch im anderen gegenüber ehrlich zu sein, auf eine nette und freundliche Art, und das schaffen ganz viele nicht. Und ich würde mal sagen, dass ich es auch nicht immer schaffe, dass ich auch häufig mal aus so einem Grund heraus Gefallen tun zu wollen, Dinge tue, wo ich denke, ja eigentlich nur so. Und das hört sich jetzt sehr egoistisch an und das ist wahrscheinlich auch egoistisch ein bisschen. Aber wenn wir alle ein bisschen mehr an uns selber denken würden, dann sind wir zufriedener. Dann sind wir alle zufriedener und Kinder können das noch ganz gut. Ziemlich gut, Und ich gucke mir bei meinem Sohn gerade ganz viel ab. Die sind so, dass sie Sachen machen, weil sie es wollen. Weißt du? Und ich helfe, weil ich es will. Und helfen ist ja auch schön. Und das heißt nicht, dass niemand mehr niemandem anders hilft. Weil auch das Helfen ist ja eine Art von, ich mache mir damit eine Freude. Du bist ja auch Coach. Nicht nur, weil du denkst, ich muss dem jetzt helfen, sondern weil es dir in dem Moment Spaß macht. Mich sehen würdest, wenn ein Klient seine Ziel oder eine Klientin das Ziel erreicht hat und rausgeht und den Satz zu mir sagt, der ja im anderen Leben, sage ich mal ganz viel, Jan, ich brauche dich nicht mehr. Super. Das ist ja super. Da kriege ich Gänsehaut und dann tanze ich und sage, cool. Wie geil ist das? Dann habe heute noch mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, es geht mir besser, ich bin weg von dem Typen, der mich geschlagen hat. Ich arbeite gerade daran, meine Privatinsolvenz fertig zu bekommen. Geil. Ich habe total viele geile Kunden mittlerweile, die mich schätzen. Alle anderen, die mich nicht schätzen, die will ich nicht. Ich habe mir mein altes Auto zurückbesorgt. Ich weiß nicht, sie hat mir die Ausmaße genannt. Ich bin jetzt nicht so der Autofreak. Ne? So 3 Meter lang, 5 Meter breit, also so ein richtig Tausende vom PS. Aber sie sagt, das ist mein Symbol meiner Freiheit. Geil. Und die sagt zu mir, bitte lass uns noch mal einen Kaffee trinken gehen. Ich muss dir berichten. Und ich brauche dich nicht mehr. Ich bin gerne mit dir zusammen, aber ich möchte dir berichten. Und dann freue ich mich drauf auf das Gespräch. Darauf müssen wir einmal hier mit Wasser anstoßen. Mit Wasser, jetzt klackt's. Prost auf die Unabhängigkeit. Und das sind so die Momente, die ich geil finde. Cool. Ja, Menschen, die auf meinen Podcast antworten, dass ich sie inspiriert habe. Das finde ich geil. Damit verdiene ich erstmal kein Geld. Dass jemand sagt, du hast mich inspiriert. Damit verdienst du aber Energie, weil der kommt was Menge zurück, Energie, ganz ehrlich. Genau. Das ist das, du hast ja eben gesagt, Speaker bin ich ja. Und wenn du auf der Bühne stehst und was sagst, und das ist die Wahrheit, was du sagst, nicht irgendwas zum Verkaufen oder wie auch, sondern wirklich das, was du vom Herzen fühlst. Du spürst ja, das ist die Wahrheit, spürst das selbst, spürst aber auch, da bleibt was hängen bei den Leuten. Ja. So, und so hast du es, wenn du jetzt einen Podcast machst, dann kommt was zurück. Ja, und diese Energie zu spüren. Und ich finde, vielleicht sind wir beiden dafür da, anderen Menschen zu zeigen, hey, du hast was in dir, hol das mal raus. Und das ist nicht egoistisch, wenn man an sich zuerst denkt. Wenn man sagt, ich möchte ein glückliches Leben, ich möchte glücklich sein und ich tue jetzt im Außen und so weiter so viel dafür, dass ich glücklich bin. Und das heißt nicht, dass ich jemand anders, wenn ich glücklich bin, ihm die Autotür abzufahren, das ist ja Quatsch, das ist ja nicht authentisches Glück, das ist ja nur Glück, das oben im Kopf irgendwie Rache oder diese, ne, so, was weiß ich was. Aber wirklich was zu tun, was dich glücklich macht, das macht uns alle glücklich, wenn wir mehr zufriedene Menschen um uns herum haben, die lachen, die strahlen,
das macht uns alle glücklich. Naja, nur wenn du glücklich bist, kannst du jemanden auch unterstützen selber, dass er glücklich ist. Also das und wir leben zu häufig in so einer Abhängigkeit, auch viele Beziehungen und so. Weißt du, der eine Partner braucht den anderen Partner, der wäre alleine vielleicht gar nicht glücklich, holt sich jemanden, der das Pendant ist und die beiden ziehen und haften aneinander und so weiter und es geht so lange gut, wie vielleicht der eine den anderen nicht mehr braucht. In dem Moment sagt der eine, ich brauche dich nicht mehr. Und dann ist so, und putsch. Und wenn beide aber sich nicht brauchen, sondern zusammen sind und mehr sind zusammen als jeweils alleine, erst dann ist es wirklich eine, ich sag mal, eine schöne und harmonische Beziehung. Ganz genau. Und nicht andersrum. Aber das fängt bei uns an und dieser Schritt ist nicht gerade unbedingt derjenige, den wir gelernt haben. Ich finde, das ist mit einer, aus meiner Erfahrung, jetzt bin ich aber auch so ein Verrückter, der Bungee Jumping macht, auch wenn ich mir da in die Hose gemacht habe. Da, ja, ich habe es getan. Das habe ich noch nicht gemacht. Das finde ich cool. Ja, also geil. Ich bin ein Verrückter und ein Nerd, aber ich kann dir eins sagen: In diese Eigenverantwortung zu gehen, zu sagen, ich schaue auf mich, ich gucke, wer ich bin, meine Positionierung als Mensch und als Marke. Das war für mich der schwierigste Schritt meines Lebens tatsächlich und der herausforderndste. Nichtsdestotrotz habe ich ja 2016 auch diese Depression gehabt, weil ich mich immer verbogen habe vor anderen Leuten und habe nie das gemacht oder dafür gestanden, wofür ich stehe. Und das ist immer noch ein Prozess, den ich durchgehe heutzutage. Das heißt, es gibt auch Veränderungsprozesse bei mir, die sehr schmerzhaft sind. Aber da muss ich dann durch, wenn ich tatsächlich sage, ich will glücklich sein. Und da sage ich, ich muss, weil Zaubern, ich habe ja im Vorfeld gesagt, dass ich ja mal verzaubert worden bin, das hat er nicht geschafft, der Magier. Ja, also Zaubern kann ich da nicht. Sarah, der letzte Impuls dieses Podcasts ist deiner. Schenke ich dir. Das ist voll cool. Ich habe noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist und dann mache ich den Impuls. Und zwar, früher habe ich immer gedacht, dass jeder, der in die Eigenverantwortung gehen möchte, muss dann selbstständig werden. Das habe ich so ein bisschen so gedacht. Okay, wenn du Eigenverantwortung in deinem Leben übernehmen willst, dann musst du auch irgendwie dich selbstständig, also von wegen arbeitmäßig. Das heißt es nicht. Man kann auch super Eigenverantwortung in seinem Leben übernehmen als Angestellter, als wie auch immer, ne? In einem Beamtentum und so weiter. Es geht darum, Eigenverantwortung zu übernehmen. Genau. Also wirklich zu sagen, okay, wer bin ich? Und es kann dann auch sein, okay, ich habe keine Lust, so große Verantwortung in meinem Leben zu übernehmen, aber für dich selbst. Ne? Und arbeitstechnisch möchte ich gerne, dass jemand mir sagt, was ich zu tun habe. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber für dich selbst Verantwortung zu übernehmen und aufzuhören, zu erwarten von anderen, dass sie quasi irgendwas für dich tun und dich glücklich machen oder wie auch immer. Und das tun viele, 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 viele. Leider haben wir das so gelernt, dass wir nicht an uns selbst zuerst denken dürfen. Und das ist vielleicht mein Impuls. Wenn man das, es hört sich ein bisschen nach Werbung an, aber ich muss das einfach sagen, weil das ist das, was ich wirklich auch mitgeben will. Wenn man das verändern will, das muss nicht mit Schmerzen und jahrelanger Therapie sein. Das kann Freude machen, schnell gehen. Es kann richtig flott gehen. Und dann würde ich einfach sagen, mache ich jetzt so für den Professor und das Seminar einfach mal Werbung. Dann sag doch mal seinen Namen. Sein Name ist Heinz-Jürgen Schelt und das Seminar heißt KEAT. KEAT-Seminare. KEAT? Ja, KEAT. Wir können es auch in den Shownotes. Ja, machen wir, definitiv. Ich bin jetzt froh, dass ich nicht so dass ich deutlich rede. Also, wenn ich jetzt KEAT-Seminar, würden die Leute wieder auf andere Gedanken Kiez kommen. Kommen die wieder. Nein. KEAT, aber da habe ich noch gar nicht so die Seminare. Ja, es geht wirklich ans Eingemachte, richtig ans Eingemachte. Und dann geht es auch darum, wie du eben sagtest, die Menschen sollen unabhängig weiter trainieren zu Hause, weil es kommen manchmal dann noch andere Sachen hoch. Aber du lernst eine Methode, wie du es alleine machen kannst. Und wirklich fühlen und spüren kannst mit einer Messgerät, also kannst Emotionen messbar machen, hat mir immer gefehlt, Emotionen. Ich habe nicht so ein Bauchgefühl gehabt. Und wenn ich das messen kann, wie geil ist das denn für so einen Kopfmenschen wie mich? Du kannst es messen und sagen, ja, das ist ein Bauchgefühl, ein richtiges, und das ist so ein Kopfgefühl. Und das zu unterscheiden, ist so geil. Coole Sache. Also, das war mein letzter Impuls. Gar keine Werbung für meine Firma gemacht. Leute, wenn ihr Sarah... Wenn ihr Sarah kennenlernen wollt, dann gebe ich euch einen heißen Tipp. Guckt in die Shownotes und meldet euch bei ihr. Gehst du noch allein ans Telefon oder hast du eine Assistentin? Meistens gehe ich nicht ans Telefon. Gut. Die Assistentin oder der Assistent? Assistentin tatsächlich. Die Assistentin von Sarah, die kenne ich noch nicht, aber ich habe ja die Sarah hier kennengelernt. Die Assistentin von Sarah ist bestimmt eine ganz Liebe und die wird einen Termin vereinbaren. Und wenn ihr sichtbar werden wollt, egal wie,
Ja, vielleicht ist es ja auch etwas, wo du denkst, das mache ich nebenberuflich. Wir vermitteln auch. Oder ich brauche jemanden, der mich vermittelt. Du hast ja ganz viele Projekte. Ja, wir haben ganz viele Kameramänner. Ich baue gerade ein Portal deutschlandweit, schnell den regionalen Videopartner finden. Ja, wenn du Kameramann bist, Kamerafrau bist, melden. Wenn du jemanden brauchst, auch melden. Kannst du auch, ja, weil mein Pete in meinem Team, der kann auch nicht immer alles drehen. Der kann schon alles drehen. Also kannst dich auch was bei mir melden und wir gucken, ob Pete Zeit hat. Aber ansonsten haben wir hier Sarah. Also ich würde sagen, Hamburg macht Pete, ne, wenn er Zeit hat. Ach, wir, 24 Stunden wir am sind Tag. Jetzt, wir und wenn es außerhalb mal. Ist. Genau. Oder wenn es irgendwas total Bescheuertes ist. Ne, wenn es krass total wird. Total crazy wird. Wir haben alles Mögliche im Portfolio. Zur Not kommen Sarah und ich. Film. Ja. Wir beiden kommen. Dann kommen wir und wir kommen auch. Dann machen wir es auch. So, geil. Für den heutigen Tag. Schaut euch in die Shownotes, schaut in die Shownotes, schaut euch an, was Sarah mir da alles geschickt hat. Ich gebe ihr gleich eine kleine Hausaufgabe, indem ich sage, schick mir alles. Das wird wahrscheinlich eine Menge. Und ich packe alles rein. Und geil. Ich freue mich auf den Moment, wo du mir mal sagst, hat sich jemand bei mir gemeldet. Und ansonsten werden wir jetzt beide noch mal sehr intensiv über dieses Wasser trinken. Achso. Seminar. Nee, ich habe auch noch einen Kaffee. So, ich muss jetzt über aber das Seminar. Jetzt, ja. So. Entschuldigung. In Hamburg sagt man Tschüss und ich sage bis dann. Der Jan Tschüss sagt auch noch mal schnell Tschüss. Ciao. Oh, herrlich, habe ich mich verzaubert, ja. So. Schon völlig durcheinander gebracht. Nee, alles gut. Es war so kurzweilig, es hat so Spaß gemacht. Und die Sonne hat mich auch noch angeschrieben. Ja, du hast, sie hat gelacht. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.